Dann schauen wir doch mal. Ja, aber so viel Blut war da jetzt auch nicht mehr drin. Die Vorpalklinge ist flink und scharf und stets zu Diensten. Ah, here we go. Ich bin nicht hierhin zurückgekommen, um zu kämpfen. Wirklich bedauerlich. Ein Kampf erwartet dich sicher. Die Vorpalklinge. Soeben erhalten. Macht Zerschnifferschnück. Was? Lässt sie tot zurück? Wie bitte? Die Vorpalklinge fügt einsetzen im Nahkampf den schnellsten Schaden zu. Eieieiei. Drücke X, um mit der Warpa-Klinge anzugreifen. Yes. Oh, ihr gebt mir Zähnchen. Geil. Wir ignorieren das gruselige Dröhnen und dass hier die Leiche weg ist. Fliehen oder kämpfen, ständig müssen wir uns entscheiden. Aber fliehen bedeutet oft nur, das Kämpfen aufzuschieben. Kämpfe, wenn du gewinnen kannst, Alice. Gib mir deine Zähne! Er tut mir schon ein bisschen leid. Ich finde Schnecken eigentlich ganz süß. Aber wenn da Collectibles drin sind, ne? Ah, guck mal, jetzt haben wir auch eine Lebensanzeige. Ich bin gespannt. Ist ja noch irgendwas eigentlich zu sehen, wenn das jetzt hier. Wenn man es nicht braucht, dann ignoriert man es, ne? Aber das heißt ja nicht, dass hier nicht was versteckt sein könnte. Oh, weil da war ein Totenschädel, ne? Ah. Oh nein. Was bist du? Oh. Oh. Ein schleichender Verfall. Oh, so. Okay. Oh, ich weiß immer nicht so. Kann ich irgendwie auch ausweichen? Oh. Mir fehlt irgendwie das Ausweichen können. Also ich kann halt springen, ne? Ah, okay. Ah, that's good. Oh. Okay. Oh, beim Anvisieren. Ah, ich weiß nicht, ob ich so der Anvisier-Fan bin. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ah, aber so wird es dann auch schwer. Okay. Ich glaube, bei einem Gegner ist Anvisieren nice, aber bei zwei nicht so. Ah. Das Ausweichen hier ist noch ein bisschen ungewohnt. Aber gut, ich werde mich noch dran gewöhnen. Auf jeden Fall. Ihr kennt das ja. Kampfsystem, neue Tasten. Da braucht man erstmal ein bisschen Anlauf. Immer auch nur ein halbes Blütchen verloren. Komm, blüh für mich. Oder kannst du nicht, weil du im Schleim stehst? Kann ich hier rüber? Ich will hier lang. Okay. Eine Erinnerung? Huch. Der Sinn einer Blume ist einfach und unerschütterlich. Der Sinn des Menschen unstet. Er ist Sklave seiner Erinnerung. Erinnerungen wollen sorgsam verwaltet sein, Alice. Unproduktive gehören ausgelöscht. Oh. Weiß nicht, irgendwie vertraue ich dem Kerl nicht. Der ist irgendwie creepy. Oh, das ist weit weg. Da sind auch Zähne, die schweben. Drücke und halte Leertaste. Warum Leertaste? Ich habe Controller. Während du springst, um alles schweben zu lassen. Um das Schweben zu verlängern, drückst und hältst du Leertaste erneut, während du springst. Nimm mal an, dass es die hier ist.
Nee, A. Doch. Ich nehme an, das ist es. Ja, das sieht gut aus. Schieben kann im Sprung mehrfach eingesetzt werden. Okay. Ja? Das war eine knappe Kiste. Okay. Also springen dürfen wir immer nur einmal dann noch, aber schweben können wir mehrfach. Alright. Oh, eine goldene Erinnerung. Machen wir erstmal noch die hier kaputt. Also das mit den Blocken auf der Taste ist nicht so mein Jam, muss ich sagen. Das ist ein bisschen seltsam. Das weiß ich noch nicht, ob mir das gefällt. Ah, nee, eine Flasche haben wir gesammelt. Oh. Müssen wir jetzt zurück? Ich bin verwirrt. Wait, den Zahn hatten wir doch eingesammelt, oder? Okay. Okay. Jetzt müssen wir da drüben weiter, würde ich sagen. So Jump-Passagen, oh, weiß ich nicht. Da bin ich, glaube ich, echt nicht so gut drin. Aber bis jetzt geht's noch. Noch eine Flasche. Einfach nur Collectibles anscheinend, würde ich jetzt schätzen. Gebt mir eure Zähne. Ah, guck mal, da ist eine Schweineschnauze. Und Zähne. Goldzahn. Geil. So. Ach, du bist es, Alice. Tritt näher. Wer bist Warum du denn? Sollte ich? Ihr wollt mich verspeisen. Oh. Nun, du hast mir Manieren beigebracht. Ich habe keinen Appetit mehr auf verrückte Frauen. Ich bin jetzt auf strenger Schweinediät. Mit Speck schmeckt alles besser, findest du nicht? Natürlich findest du das. Also, es gibt da ein paar Schnauzen. Ich habe sie hinter dem Haus gehört. Geh und hol sie mir. Achte auf die Quellgeister, die den Weg versperren. Pfeffer ihnen was, wenn sie dich bedrängen. Sie brauchen Würze und du bist die Speise. Diejenige, die sie ihnen verleiht. Diese Mühle sollte dir gute Dienste leisten. Warum würzt ihr eure Schwarten nicht selbst? Eine Frage der Priorität. Meine Alabasterhaut muss vor den widerlichen Kreaturen geschützt werden, die in der Gegend wüten. Aber dann kommt der Hunger. Schau, du musst doch nur auf das Grunzen horchen und dann die Schnauze abschießen. Soll nicht zu deinem Nachteil sein, zu meinem sowieso nicht. Okay. Her damit. Soeben erhalten. Ihre Herzogin Ferkel-Edition Pfeffermühle. Verleiht Feinden Würze. Risse pikantem Nu. Okay. Wir dürfen jetzt Schnauzen pfeffern. Ich hab mich ja schon drauf gefreut. Was eigentlich hiermit? Darf ich hier durch? Wahrscheinlich jetzt noch nicht, ne? Okay. Schnauzenpfeffern. Schrabelle. Das. Oh. Wahrscheinlich möchte ich das Ding zerstören, ne? Damit ich Ruhe hab. Okay. Ah, bei denen sieht man nicht so gut, wenn die angreifen. Uiuiuiui. Ah. Oh. Au. Au. Kann man die Dinger hier kaputt machen? Okay. Waren das alle? Und hier? Ah ja. Damit wird dann gepfeffert. Ist ganz cool. Aber wie wechsle ich wieder? Ah, so, dann wieder drauf.
Oh, ich höre Fliegen. Eieiei, und dann überhitzt die, oder was? Ist das das Rote? Ist uns etwa unser Pfeffermühl überhitzt? Oh. Lass mich los! Elendes Vieh. Da hinten ist noch. Yes. Okay. Also es sind jetzt schon sehr viele Tasten. Da haben wir uns noch gewöhnen müssen. Ah, Gott, so einer wieder. Oh, können wir den nicht pfeffern? Au! Doch, können wir auch. Geil. Ach, guck mal, da ist die Schnauze. Ich spitze über die Ohren, um Schnauzen zu orten. Oh nein, ich habe weggeklickt. Ja. Oh, aber ich komme an die Schnauze nicht ran. Muss ich da erst hoch dann? Kann das sein? Und will die Schnauze sich überhaupt pfeffern lassen? Ja, so klappt das nicht. Ah, okay. Ohne das Anvisieren. So, und dann fliegt die Schnauze in ihre Küche. Okay. Ja, das macht natürlich alles Sinn. Alright. Es wird noch ein bisschen interessant, zwischen Nahkampf und Fernkampf zu wechseln. Da bin ich, sag ich jetzt ehrlich, das wird ein bisschen dauern. Nice, nice, nice. Gut. Interessantes Kampfsystem auf jeden Fall. Für mich ein bisschen ungewohnt wegen dem Controller. Also das wird echt noch ein bisschen dauern, bis es sitzt. Ah, geht's nicht hoch. Sah ein bisschen so aus. Wir nichts verpassen hier. Keine Schweineschnauze bleibt ungepfeffert. Kein Zahn nicht eingesammelt. Kein Fläschchen nicht getrunken. So. Besten guten Appetit. Dank für die Schnauze. Und jetzt geh. Wow. Oh, ein Körbchen. Für mich? Gewalt! Müssen wir den... Ah, okay. Goldzähnchen. Und dann geht's durchs Schlüsselloch. Wunderbar. Sehen wir bei ihr noch irgendwas hier? Graffiti? Nee. Ja, das ist die gepfefferte Schnauze. Lecker, lecker, lecker. Ah, dürfen nicht draufspringen. I'm sad. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Oh, da ist direkt die nächste. Die Waffe ist überladen. So. Okay. Wann kriege ich da... Ah, dann kommt ein Weg. Und da kommt eine Schrapnelle. Oh oh. Oh no. Oh, hier wollte ich nicht hinfallen. Erstmal die Zähnchen, ja. Erstmal Priorities. Oh. Okay. Und das Ding da. Gerade sagen, das muss doch langsam keine Hitpoints mehr haben. Oh. Oh, da kommen aber viele Feinde jetzt. Ah, unten ist auch eine Schrapnelle hingefallen. Also einmal... Au! Ja, 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 ja. Oh mein Gott. Ist hier viel los. Uhuhuhu. Oh. Uhuhuhu. Oh. Hilfe! Ich bin zwischen allen Monstern gefangen. Oh,
ein bisschen gute alte Handarbeit hier noch. Oh. Eieiei. Da werden Tasten gedrückt, die noch gar nicht gedrückt gehören. So. Ah! Elendes Vieh. Lass mich hier in Ruhe feuern. Und jetzt die da unten. Genau. Ich sehe halt leider nichts. Ah ja, und die da oben. Komm, Pfeffermühle. Einmal die da oben noch. Alright. Ich bin hier, um Schnauzen zu finden. Ja, ich gucke mich mal hier unten um, bevor wir oben weitergehen. Ja, Blümchen, geh auf. Weil da sind ja auch noch Schnecken. Die müssen wir eh zerstören. Oh ja, die Zähne. Gucken wir mal, was hier unten noch so abgeht. Das sind zum Beispiel nochmal bunte Schnecken. Ja, die geben auch nur. Nee, das eine war ein roter Zahn. Ob der entzündet ist? Und wenn ich einen Wasserfall sehe, ja. Ich glaube, das war echt mal so ein Ding. Und dann haben alle Entwickler gesagt, ah, das ist ausgelutscht. Wir machen das nicht mehr. Die denken jetzt in jedem Game, rechnen die damit, dass das in einem Wasserfall ist. Wir lassen jetzt was immer weg. Wir wollen nicht so alte Schuhe breit treten, ne? Und wir einfach antrainiert von immer laufen zu jedem Wasserfall, den wir sehen, um einfach nur noch enttäuscht zu werden. Darauf erstmal eine unschuldige Schnauze pfeffern. Mann, komm. Erst zielen, dann abdrücken. Ist, glaube ich, eine gute Regel. Oh. Da muss aber noch eine Schnauze auf dem Weg sein. So weit können wir nicht springen. Ui, oh, wieder ein roter. Ein roter Zahn. Ah, wir müssen von woanders weiter. Ah, hier geht's weiter. Das ist auch wieder eine Erinnerung. Suppe aufessen, Mädchen. Denkt an die Kälbchen, die dafür gestorben sind. Toll. Da wird's doch direkt schmackhafter noch, oder? Bisschen Suppe mit Schuld. Eine extra Portion Schuld. Falsche Schildkröte auf See geblieben. Okay. Ja. Ah, oh, das ist aber nicht so. Okay, ich dachte, es ist so eine bewegende Plattform. Oh, es ist eine bewegende Plattform. Oh mein Gott. Gib mir den Goldzahn. Bewegende Plattform. Geil. Oh no. Ah, das ist terrible. Ah, ich habe so gedacht, oh, okay, ich muss ganz kurz meine Gedanken im Kopf zusammenfassen, wenn wir da wieder hinlaufen. Meine Gedanken waren, oh nein, ich schaff's nicht, dann, ah, aber ich schaff's ja. Und dann habe ich aber schon so gepeinigt, dass ich es wieder nicht geschafft habe. Das war meine Achterbahn der Gefühle dabei. Das ist so viel, nein, doch, oh, quasi. So. Die Frage, sind wir jetzt gierig oder nicht? Wir sind nicht gierig, ne? Ist schwierig, weil man muss, glaube ich, doch ein bisschen gleiten. Nee, musste man nicht. Das war unser Fehler. So. Das sieht wieder aus, als würde es hier einen Kampf geben. Hier kommen doch jetzt wieder so Kobolde. Oh. Oh. Gleitender Verfall. Die pfeffer ich weg. Die werden weggepfeffert. War das alles? Also würden die mir aus den Augen geflutscht kommen, würde ich auch heulen. Sag ich, wie es ist. Hi.
Oh, oh, wo kommt die Kleine denn her? Ah. Oh, das Anvisieren. Manchmal mehr Feind als Freund. Okay, da haben wir sie. So, da muss doch irgendwo was verstecktes Geheimnis sein. Sonst wäre doch nicht diese Zwischenplattform, oder? Ah. Oben ist ein Tor oder so, ne? Huch. Ah, ha, 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 ha. Ach ja, ich liebe versteckte Sachen. Also nur, wenn ich sie finde, ne? Versteht sich von selbst. Und Goldzähnchen auch noch. Yummy, yummy, yummy. Hier noch was? Nee. Jetzt bin ich schon gar nicht mehr so sauer über den Wasserfall. Ich bin ja ein versöhnlicher Mensch. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh, das war so knapp. Eieieiei. Okay, ich glaube, wir kommen hier zurück. So. Wunderbar. Shoot. Das ist Lava. I guess? Haben wir noch mehr Pilze, die mir helfen? Wunderprächtig. Also manchmal. Hier komme ich hoch. Habe ich irgendwas übersehen? Ja, da drüben ist noch was, ne? Ja, da komme ich von hier irgendwie hin. Ich glaube, da muss ich hier rechts rum, oder? Nicht, dass ich jetzt hier irgendwo lang gehe, wo ich die Sachen nicht mehr geholt krieg. Aber dann ist es so, ne? Ich glaube, es ist auch so. Verdammt. Mann, ich will zurück. Kann ich in den Abgrund springen? Wo komme ich dann raus? Nein! Ah, verdammt, ich dachte, wir kommen von hier dran. Da oben irgendwie, aber das geht so hoch. Naja. Wir spielen ja nicht für die 100%, right? Ah, da oben ist das Schrapnellennest. Au! Hallo! Können Sie dies lassen, bitte? Haben wir noch ein Schrapnellennest? Wir haben unten auf jeden Fall noch so einen Verfall oder mehrere Verfalle. Verfalle? Wie die Nudeln. Eieiei. Warum vibriert das immer noch so bösartig hier? Nice. Da rollen immer diese ekligen Köpfe dann raus. Hola, Jan. Lies diese Zeilen, als hinge dein Leben davon ab. Das tut es nämlich. Sammle diese weißen Beißer, um deine Bewegung mit dem weißen Bärtigen hinauszuschieben. Meine Freunde können die Hauerchen gut gebrauchen und erweitert seine Waffenmöglichkeiten. Oh, wir können upgraden. Für schnelle Attacken mit zielgerichtetem Schaden ist die Warpa-Klinge meist ein verlässlicher Partner. Oh,
Oder die Pfeffermühle. Pfeffermühle wäre natürlich auch geil. Kann doch einfach noch sparen für die Pfeffermühle. Hey, ich bin noch nicht so weit. Keine Cutscene. Immer schön langsam hier. Abscheut mechanische Fehlfunktionen. Dieses Desaster ist entweder sein Werk oder sein Untergang. So. Schwupp. Noch höher kommen wir hier nicht, ne? Okay, ich glaube, dann geht es tatsächlich schon weiter. Ups. Oh, das hat ja nochmal geklappt. Ist das die Grinsekatze, die so kichert, oder ist das jemand anders? Gib mir Zähnchen. Ah, ich höre schon wieder irgendwelche Viecher. Ah, ihr seid das. Kommt hier etwas den Schnecken raus, ihr kleinen Schlabberviecher? Oh. Das sieht irgendwie nicht so gut aus.